Hallo Massen und herzlich willkommen zu einem weiteren Litz Review. Heute mit einem Double Feature. Mir fällt gerade ein, ich werde das nicht nachbearbeiten, insofern ist da nicht mit Effekten und sowas. Tai Chi Zero und Tai Chi Hero. Asiatisches Kino, wieder einmal, das zieht sich im Moment so ein bisschen bei mir durch wie ein roter Faden, das soll aber nicht weiter tragisch sein, denke ich. Worum geht es? Unser Hauptcharakter, ich kann mir seinen Namen einfach nicht merken, aber ich denke, das ist auch nicht weiter tragisch. Wahrscheinlich seht ihr es eh hinter mir irgendwo eingeblendet. Unser Hauptcharakter hat ein Problem. Er hat einen kleinen Knubbel auf seinem Kopf. Und jedes Mal, wenn er da eins auf die Nuss bekommt, wird er zu Aang aus Avatar. Nun ja, jedenfalls fangen seine Augen an zu glühen und er wird unkontrollierbar und böse und macht alles kaputt. Und das ist durchaus ein Problem. Vor allem in seiner Profession als Kung-Fu-Kämpfer und Krieger, der öfters an der Kriegsfront unterwegs ist. Das bringt halt so die ein oder anderen Schwierigkeiten mit. Deswegen zieht er aus in ein kleines Dorf, wo eine ganz bestimmte Form, übermächtige Form des Kung-Fu gelehrt wird und würde diese Form des Kung-Fus gerne lernen. Das Problem ist, zwar lehren die Leute in dem Dorf diese Art von Kung-Fu, allerdings nur den Leuten aus dem Dorf. Außenstehende werden da nicht gern gesehen und ja, er kriegt halt regelmäßig aufs Fressbrett und wird wieder aus dem Dorf gekickt. Teilweise buchstäblich. Das ist Tai Chi Zero. Es geht natürlich noch ein ganzes Stück weiter storymäßig, weil der Ehemann der zukünftige Ehemann einer Tochter aus dem Dorf plötzlich mit der westlichen Welt ankommt, die Schweine, und gerne eine Eisenbahnstrecke durch das Dorf legen würde, was das Dorf natürlich überhaupt nicht so toll findet, und man von daher in martialische Konkurrenz tritt. Und dazwischen ist halt unser Hauptcharakter und will eigentlich nur diese Form von Kung Fu lernen. Mehr will er gar nicht. Und er wird dann praktisch eingespannt, um gegen die Besatzer zu kämpfen. Tai Chi Hero setzt genau dort an, wo Tai Chi Zero aufhört. Die Besatzer sind geschlagen worden, zumindest in der ersten Schlacht, aber die zweite folgt sogleich. Und damit bekommt das Dorf ein Problem, weil immer mehr Waffen und immer mehr Armeen und immer mehr Krieger aufgebracht werden, die das Dorf erobern möchten, um wirklich diese Eisenbahnlinie da durchzulegen. Und unser Tai Chi Hero, der das Kung Fu mittlerweile von der besagten Tochter aus dem ersten Teil gelernt hat, versucht das Ganze aufzuhalten und die beiden gehen damit in die oberste Instanz. Die beiden Filme haben Tai Chi im Namen und so verhalten sich diese Filme irgendwo auch zueinander. Das ist jetzt sehr philosophisch formuliert, aber lasst mich erklären. Es ist also so, dass Tai Chi Zero sehr weit unten in der... wie soll ich das erklären? Tai Chi Zero ist genau das. Es beschreibt die Geschichte einer Null, eines Trottels, dem alle überlegen sind und seine Entwicklung nach oben. Das Ganze ist sehr comedyhaft und hat Effekte, die ich in der Form so ausgeführt noch nicht wirklich gesehen habe. Da werden mitten im Kampf Statistiken eingeblendet und ich weiß nicht, es ist einfach total geil und comichaft. Es ist vielleicht vergleichbar mit Scott Pilgrim, nur noch viel asiatischer und weniger bunt, muss man dazu sagen. Tai Chi Hero nimmt sich ein ganzes Stück ernster. Der Comedy-Faktor ist bei weitem nicht aus der Welt, sondern wird immer noch zelebriert. Aber das Ganze ist halt sehr viel ernster und da scheint auch mehr von abzuhängen. Und insofern haben wir wirklich das Yin und das Yang in diesen beiden Filmen vereint. Philosophisch.
Und man sollte diese beiden Filme auch wirklich in Kombination gucken, weil die wirklich Rücken an Rücken entstanden sind. Und es sind zwei wirklich, wirklich gute, unterhaltsame Filme, wobei ich den ersten ein Stück besser fand, einfach weil er abgedrehter war und für mich damit unterhaltsamer. Trotzdem, Freunde von Martial Arts und Wire Fu und Effekten und so weiter riskieren in beiden Fällen einen Blick, allein schon um rauszukriegen, wie Taichi Hero bzw. wie Taichi Zero dann letzten Endes ausgeht und die Geschichte unseres Hauptprotagonisten dann letzten Endes endet. Mir hat er gefallen. Ich mag so einen Quatsch. Ich finde das super. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.